wirklich brachial, Alter. Richtig geil. Eigentlich jetzt schon fast zu gut. Der soll ja erst am Sonntag in Form sein. Ich hab dich wirklich niemals, solange ich dich jetzt kenne, habe ich dich nie in so einem beschissenen Zustand erlebt. Den anabolen Steroide eingenommen. Willkommen, meine Damen und Herren, zu 2 Tage Out. Wir haben 4.30 Uhr in der Früh und ich will eigentlich nur pennen. Aber wir müssen zum Flughafen. Und bevor wir zum Flughafen gehen, gibt es einen Facet-Form-Check für euch. Weil ich stehe 2 Tage Out. Einerseits bin ich müde, andererseits bin ich richtig gehypt. Ich bin nicht ganz ehrlich. Okay, das war's mit dem kleinen Fasted-Form-Check und ich finde die Form richtig geil. Die Kohlenhydrate von gestern sind schon im System, die Form sieht gut an, wir haben nicht viel Wasser gelagert, es ist alles top, es ist geil, es ist schön. Die harte Arbeit über die letzten Monate, das Quälen jeden Tag, zahlt sich hoffentlich in 2 Tagen auf der Bühne aus. Denn die Frau muss auf der Bühne gut aussehen und nicht bei mir im Kinderzimmer. Aber ich soll mich jetzt stressen, sonst verpasse ich meinen Flug. Also, ja, anziehen, weil so lasse ich mich, glaube ich, nicht ins Flugzeug. Und boom, mit Pulli, wir sehen aus, als hätten wir noch nie einen Gym von innen gesehen. Das ist ja die Magie als Naturalathlet. Ob ich die Magie so geil finde und ich es toll finde, dass man mir nicht mal ansieht, dass ich mit der Handel wirklich im selben Raum war. Naja, nee, eigentlich nicht. Aber it is what it is. Wir haben es in den Zug geschafft. War ein bisschen ein Hustle, weil ich talentiert bin darin, nicht pünktlich zu packen und wir zu spät losgefahren sind und ich gefühlt in den Zug rein gesprintet bin mit dem Koffer. Aber wir sind im Zug zum Flughafen und das ist gut. Und jetzt gibt es sogar was noch Besseres. Nicht nur hier erstens wie jeden Tag das Daily, sondern diesen lecker Schmecker Rice Pudding mit Designaway Almond Coconut, worauf ich ultra multra Bock habe. Und guckt euch mal an, wie wir das machen. Wir haben hier den Rice Pudding selber. Und wir machen uns einmal den Whey Drip on the go, weil ihr wisst, der Whey Drip ist the goat. Und dafür geben wir einfach in diese Probepackung ein bisschen Wasser rein und dann wird diese Probepackung aber direkt zum Whey Drip. Und by the way, aktuell haben wir bei ESN die beste Aktion, die es gibt. 20% auf alles mit dem Code Jeremy. Also gönnt euch. Und Leute, denkt dran, mit jeder Bestellung, wo ihr den Code Jeremy bei Checkout benutzt, unterstützt ihr mich und diese Wettkampfvorbereitung auch. Also Kuss, Liebe geht raus. Und oi, ich sehe, das hat funktioniert. Alter, krass. Ich habe nur so halb dran geglaubt, dass es so gut funktioniert. Aber es funktioniert. Boah, geil. Und jetzt gönnt euch. Oh, gebt euch das Ding einfach mal. Bam, komplett voll. Also. Richtig geil. Das wird sie jetzt gegönnt. Dieses Almond Coconut Design ist wirklich crazy. Wir sind jetzt beim Flughafen angekommen. Fliegen, yay. Aber Leute, etwas ist gut. Unser komplettes Meal Prep ist durch den TSA durchgekommen. Das Kühlpad, welches ich dabei hatte, aber nicht. Die haben mir mein Kühlpad geklaut. Jetzt ist mein Hühnchen nicht mehr gekühlt. Das ist ein bisschen blöd. Aber das passt schon. Hoffe ich. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Warten hier auf das Boarding, weil ich bin nicht ein Priority Boarding Business Super Toll Kunde. Das heißt, ich darf hier sitzen. Jetzt geht's gleich, Flieger. Ich bin nicht ehrlich, ich bin gehypt. Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Liebe Passagiere, willkommen an Bord. In England angekommen, wurde sich direkt in irgendeinen Starbucks hier gechillt und Meal Prep wird gegessen. Ich hoffe, ich werde da nicht rausgekickt. Und Leute, das mit dem Starbucks-Ding war real. Das ist mein erstes Mal in meinem Leben, wo ich jemals in einem Starbucks bin. Und die hat zuerst meinen Namen angefangen zu schreiben mit CH. Und dann hat sie Jeremy geschrieben. Das ist wild.
Das ist auf jeden Fall wild. Dieses Meal ist auch wild. Und wir haben hier sogar Brokkoli. Und alle, die das gestrige Video gesehen haben, ihr wisst, ich liebe den Reis so unglaublich. Naja, eins ist ein bisschen blöd. Wir haben jetzt 9 Uhr und das Check-in beim Airbnb ist 15 Uhr. Keine Ahnung, was ich die Zeit jetzt mache. Ich esse jetzt hier zuerst mal. Danach arbeite ich, weil diese Videos, die ihr hier seht, die schneiden sich auch nicht von selbst. Um 12 Uhr oder so oder 1 Uhr kommt dann Johannes an, falls er es geschafft hat auf dem Flieger, weil der hat ein bisschen verpennt und ich weiß jetzt nicht, ob er den Flieger noch erwischt hat. Wenn nicht, wird sie mich blöd, sagen wir mal so. 2,5 Stunden später. Junge, gönnt euch das Ding mal, wie geil das aussieht. Rice Pudding Time. Ja, es sind 2 Stunden jetzt vergangen. Ich bin hier immer noch auf Johannes am Warten. Sein Flug hat Verspätung. Let's go, Kuss geht raus an EasyJet. Danke vielmals. Ist mir eigentlich egal, weil ich habe jetzt den Rice Pudding mit dem Whey Dip und das wird mir jetzt gegönnt. Let's go. Let's go, Alter. Und wir haben hier noch ein paar Beeren drauf. Lecker. Mmh. Ihr müsst diesen Whey Dip auch mal probieren, weil, also ist einfach geil. Jetzt kann ich das genießen und dann nochmal eine Stunde, zwei da sitzen und dann Johannes warten. Johannes Abi hat es doch noch geschafft, ist auch angekommen. Entspannte, warte, welche Zeit haben wir überhaupt? 5 Stunden nach mir. Und hier haben wir ihn, Johannes Lukas, der Allerechte. In the building. In the UK. Bruder, du fährst auf der falschen Seite. Jetzt geht der Opi, keine Ahnung wohin. Bye bye. 1 Johannes auf freier Wildbahn. Keine Ahnung, was er macht. Plan ist jetzt, dass es das. Jeremy, ich hab dich wirklich niemals, solange ich dich jetzt kenne, habe ich dich nie in so einem beschissenen Zustand erlebt. Dass du 5-mal ansetzen musst, ich versprich ständig. Normalerweise bist du so ein Macher. Aber es hat dir doch schön recht viel Energie geraubt, ne? Danke, das freut mich zu hören. Das ist eigentlich, naja, so soll es aber sein, so soll es ja wirklich sein. Auf jeden Fall geht eigentlich es nicht. Ins... Nicht? Nein, es soll eigentlich nicht so sein, aber es ist leider ein Leitprodukt, das passiert leider oft. Wie denn, wie soll es auch anders sein? Aber es soll nicht so sein. Im Idealfall wäre alles tippitoppi, du wirst genauso lustig und durcheinander durch die Gegend laufen wie sonst. Ja, das wäre im Idealfall... Gäbe es keine Hungersnot, ja. Auf jeden Fall ist jetzt der Plan, wir gehen ins Airbnb und dann guckst du dir da meine Form an. Und oh ja, na, normalerweise, ich wollte nicht in der Öffentlichkeit hier die Hose runterlassen und so. Das kommt einfach scheiße. Das kommt einfach scheiße, so mit 16 dann und so. Vielleicht werden wir noch eingesperrt hier, bist du in Britannien, in Birmingham verhaftet, Alter. Du! Nein, wir sind nicht im Airbnb angekommen, wir sind in einem fucking Burgerladen. Johannes, was soll das? Ich habe keinen Burger gegessen, da. Wir können nicht ins Airbnb einchecken, daher müssen wir warten. Dann haben wir uns hier im Burgerladen reingesetzt und es ist so ehrenlos. Also dieser Geruch in meiner Nase. Dieser. Komm, Jeremy, ich werde hier getrappt. Ich werde hier getrappt. Es ist bodenlos. Oh, wir bleiben stark, wir bleiben strong. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft, diese Wettkampf-Diät durchgestanden, alles. Es sind nur noch ein paar Tage. Es sind 2 Tage aus. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist wirklich gerade heavy. Dies ist so ehrenlos. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind im Airbnb angekommen. Hühnchen, Reis, Brokkoli ist natürlich direkt in der Mikrowelle am warm gemacht werden. Ich habe Hunger, mein Magen knurrt. Wohin geht's jetzt? Naja, mal gucken, ob du ein Doping-Sünder bist oder nicht. Ob ich ein Fake-Netty bin oder ob ich... Hast du Netty in deiner Bio stehen? Ja, habe ich. Ja gut, aber wenn du mit 16 in deine Bio schreiben musst, dass du natural bist, dann was frage ich mich, in welcher Welt sind wir angekommen? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber okay. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind 16 und sagen offen, sie sind nicht Netty. Und das ist dann nochmal Next Level. Boah, jetzt gibt's Essen, wie lecker. Aber wir müssen zum Drogentest gehen jetzt. Kein richtiger, ist ja kein richtiger, ist ja nur... Ist ja ein Lügentest. Genau. Also... Die fragen mich, ey Bro, nimmst du Drogen? Ich, nee. Beep, Lüge. So wird's laufen. Perfekt. WNBF UK, wir sind beim Drogentest angekommen und füllen jetzt die Fragen aus. Da wurde ich gefragt, ob ich anabole Steroide
seit 2015 genommen habe. Mhm. Und da haben wir Glück gehabt, weil ich habe mit 5 damit aufgehört, Testosteron zu nehmen. Seit da bin ich clean, seit da alles gut. Tja, ja, Glück gehabt, ne? Rechtzeitig abgesetzt. Ja. Yay! Ja, es geht weiter, pass auf. Also DHI, DHEA hast du nicht genommen. Und welche Prohormone hast du nicht genommen? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Bist du wirklich ehrlich mit deinen Antworten gewesen hier? Nein. Dann so, ja, das ist toll. Hast du gerade Nein angekreuzt? Ja, stimmt. Oh mein Gott, scheiße, falsch. Digga, wir haben jetzt... Bist du wirklich ehrlich mit deinen Antworten gewesen? Du kreuzt Nein an. Ey, danke dir für mein Gott, mir wird schwindelig, alter Falter. Wie dumm muss man sein. Have you ever failed a polygraph or urinaltest? Nee, ich hab noch keinen gemacht. Also kannst du nicht gefailt haben, so. Ich bin kein Loser. So. Bitteschön. Einmal der Schreiber, das wäre fast in die Hose gegangen. Ich hab ihn zum Dopingsünder gemacht. Wenn das jetzt wirklich minus. Leute, ich bin so schlau. Examen, ne, hab ich gedacht, das ist mein Name, aber das ist der Typ, der den Polytest macht. Ich hab meinen Namen dahingeschrieben. Okay, Leute, wir sind jetzt einfach hier in einem Hotelzimmer. Ja. Und hier gibt's den Lügendetektor-Test jetzt. Aber jetzt alleine wer? So, mit 16? Bei dem fremden Mann ins Hotelzimmer gehen, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Johannes, also ich glaube, du an deiner Stelle nee, musst da genau keine. Am allerwenigsten sein. Aber ich bin ja kein Fremder, Alter. Du hast mich mal bei Insta angeschrieben und gesagt, 2 Tage später komm mal zu mir nach Berlin rüber. Ja, aber, war immer jemand dabei, das darfst du nicht vergessen. Ja, hm? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Schauen Sie geradeaus, hören Sie sich jede Frage genau an. Sind wir jetzt in der Schweiz? Nein. Werden Sie ehrlich zu mir sein, dass Sie ein natürlicher Athlet sind? Ja. Haben Sie seit 2014 menschliche Wachstumshormone eingenommen? Nein. Haben Sie seit 2014 anabole Steroide eingenommen? Nein. So Leute, und jetzt wird der gute Mann bestochen. Bezahlen. Danke dir für was. Also falls ich bestanden habe, dann danke, sonst nicht gut. Ja, sonst so. Sonst. Tut mir leid. Ah. Wenn du nichts hörst von uns, alles gut. Wir werden heute Nacht dann alles nochmal analysieren, aber es sieht wirklich gut aus. Wie gesagt, du hast ja gesehen, 99,9. Okay, das danke vielmals. Das beste Resultate heute, muss ich schon sagen. Oh. Super. Ach Quatsch, beste Resultate heute hier. Du bist der Gewinner quasi. Ja, ich habe den Drogentest gewonnen. Let's go. So viele Drogen hat noch niemand konsumiert. Witzig, Alter, wirklich witzig, ohne Scheiß. Oh Mann. Geil. Und hier noch ein kleines Behind-the-Scenes vom Johannes-Dreh. Wir haben mal kurz die Form nochmal gecheckt. Das ist wirklich brachial, Alter. Richtig geil. Eigentlich jetzt schon fast zu gut. Der soll ja erst am Sonntag in Form sein. Aber wir haben auch eben gerade festgestellt, dass er schon die ganze Zeit nichts mehr getrunken hat. Weil die Form soll ja nicht heute geil sein, die soll ja am Sonntag geil sein. Das heißt, wir haben noch 2 Tage. Aber dass ihr mal kurz eine Idee davon bekommt, zeig mal die Beine jetzt auch. Ich will die Beine sehen. Spann mal durch, zeig mal die... Ja, aber Beine ist definitiv das, was für dir als letztes hart wird, ne? Okay. But this is just... What is this for? For doing? Yeah, but it's the hotel are asking us. It's not us, the hotel. Okay. It's just with the guests. Okay, no problem. Unbedingt wird's schon Wasser für dich. Du musst trinken. Also Leute, ihr habt Johannes gehört. Er findet die Form richtig geil. Ich finde die Form auch richtig, richtig geil. Johannes, sag nochmal. Ich sag dir ganz ehrlich, die Form ist so geil, dass wir jetzt wirklich, das müssen wir einfach nur kompensieren. Aber wenn jetzt, du musst weiter trinken, weil wir können den Körper nicht so oft verarschen. Ihr habt Johannes gehört. Er findet die Form geil. Er ist sehr überzeugt und fühlt sich wirklich gut an. Das sage ich ehrlich, es fühlt sich because gut we need an, to charge so Lob zu kriegen, our stuff. So diesen Zuspruch zu kriegen. Das ist geil. Mhm. Aber jetzt geht's einkaufen, denn wir brauchen noch Essen. Im Supermarkt angekommen, Johannes sucht irgendwie eine Magerquark. Erfolgslos, um ganz ehrlich zu sein. Und wir regen uns gerade ein bisschen auf über diese Preise. Die Preise sind bodenlos, wirklich ganz schlimm. Also, das ist ja. 4 Euro für. Das ist ja sogar in der Schweiz günstiger bei dir, oder nicht? Oder Witz? Ja, nee. Johannes, vielleicht finden wir für dich irgendeinen veganen Joghurt, der ist sicher gut. Mit guten Werten. Hier, Plant irgendwas. Hier haben wir 3 Gramm Fett. Und okay, es geht eigentlich sogar. 60 Gramm Protein ist eigentlich gar nicht so schlimm. Schneiden wir raus. Du bist zwei blöd, Mann. Den naturalen Cottage Cheese. Aber es hat richtig viel Salz, ne? Ja, für dich geht's eh nicht. Und wir gucken, ob wir irgendwo, ja, was darf ich essen? Reis, naja. Alter, nicht gibt, ey, wirklich, was ist das? Das ist diese ehrenlose Scheiße. Junge. Boah, sieht das alles geil aus. Ah, RL Traps, also sind Real-Life Traps, die wir hier haben.
Junge, bodenlos. Also, das ist bodenlos. Guck dich an, wie lecker. Wir müssen strong bleiben. Wir müssen strong bleiben. Und Johannes, was wir brauchen, Hühnchen, Eier. Good old chicken. Good old chicken. Musst du noch vorbereiten eigentlich denn für Samstag und Sonntag? Ja, natürlich. Das wird ein teurer Spaß, kann ich jetzt schon sagen. Nee, glaube ich nicht. Ist viel günstiger als in der Schweiz. Alter, jetzt Leute mal ganz ehrlich, wieso ist dieses Hühnchen so fettig? Das ist ja unglaublich. Und für 6 Euro Security Protected, das ist also bodenlos. Das ist geisteskrank. Etwas für, das kostet nicht mal 4 Euro. Das ist günstig. Security Ding, also. Aber es ist günstig, ne? Das sind wirklich nur. Ja, es ist wirklich billig. Krass. Ey, ich mach mir das auf meine Maiswaffe, Leute, rauf, da hab ich Bock drauf. Hühnchenbrust, da nehmen wir einfach ein paar Packungen mit, weil ja, Hühnchenreis, Brokkoli, ihr kennt ihn. Basmati-Reis, ganz simpel, ganz basic. Was wir uns auch noch mitnehmen, ist ein bisschen Paprika-Gewürz. Für das Hühnchen mit Reis, let's go. Und Garlic Powder. Johannes hat mir verboten, Garlic mitzunehmen, weil er sagt, ich stinke da. Das ist ein sehr guter Punkt. Die holst du dir mal, weil die ist gut für die Verdauung. Nimm mal die von hinten, man kennt's. Okay, Leute, wir haben hier meinen Einkauf. Was Eis, bringst, hilfst du noch, oder? Ei, Johannes hat noch gesagt Ananas, Beeren. Brokkoli haben wir leider nicht gefunden und ich habe mir noch 2 Cola mitgenommen, weil die sind so geil. Plus einiges am Wasser, denn hier kann man Wasser nicht trinken. Wie bodenlos ist das? Man kann Wasser aus der Leitung nicht trinken. Ehrenlos. Thank you. Oh, improved sogar. Ich habe genug Geld. Let's go. Thank you. Durch. Schafft es, Johannes die Tür zu öffnen? Ja, was denn jetzt, Alter? System ready? Ja, fuck you. Es ging doch vorhin. Nicht die Tür zu öffnen. Polizei. Why didn't it work? The round one don't work, it's the green one. But it has to be on the black panel to line some. Ich verstehe die hier alle nicht, Alter, wirklich. Yeah. Die sprechen so ein Slang. Sorry, can you say it again? It's the green one, and it has to be the one with the black panel. Oh, sorry, I didn't understand. Okay, er zeigt uns das jetzt. Hoffentlich so, dass wir es verstehen. Mal gucken. Und wir haben es geschafft. Der ganze Scheiß ist oben. Da die Tüten, das ganze Wasser, alles. Boah. Aber für mich gibt es jetzt Hühnchen mit Reis. Let's go. Mal was Neues. Hier haben wir es, das letzte Meal. Beziehungsweise ich habe die Hälfte davon schon gegessen und das hat auf jeden Fall sehr geschmeckt. Ich darf leider keine Leitsoßen haben. Johannes hat die mir verboten. Naja, und guckt euch mal diese Waffeln von Johannes an. Alter, das sind solche Karamellwaffeln und boah, also die sind so geistig. Kranker Frischkäse mit. Mein Lieblings. Was ist dein Lieblingsflavor Tasty? Das gleiche. Ja? Ja. Hast du schon gesehen, oder? Black and White. Black and White Cookie Sandwich. Ultra geil, ultra geil. Gönn du dir das. Mhm. Ich gönn mir mein Hühnchen mit Reis. Und ja, ich glaube, das war ein erfolgreicher Tag. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, wir brauchen noch Strom. Wir brauchen noch Saft. Weil guck mal, wir haben ja hier im Laden haben wir solche Dinge gekauft. Einmal eingesteckt, das Ding ist durchgebrannt. Wir haben 2 gehabt, direkt durchgebrannt. Perfekt, danke für gar nichts. Und sie sind nicht so, dass sie nur 20 Cent gekostet haben. 5 Pfund kosten. 5 oder 8 Pfund gekostet, wirklich bodenlos. Naja, egal, essen. Ah ja, und ich habe keinen Stuhl. Weil Johannes sitzt auf dem einen und Tim, der Kameramann von Johannes, sitzt auf dem anderen. Du hast die ganze Zeit gestanden, du Pfeife. Oha, ich habe einen Stuhl gekriegt. Johannes, guck mal, was ich hier habe. Supplements, die nicht in meinem Koffer verteilt rumliegen. Denn ich habe mir die Mühe gemacht, meine ganzen Subs gepreppt hier für jeden Abend. Hier drüben für jeden Morgen. Johannes hat sich einfach alles nur in den Säckchen. Du hast dir auf jeden Fall noch nicht die Mühe gemacht, hier aufzuräumen, weil Bro, so kommst du hier nicht ins Bett. Es ist alles deins. Das ist ein anderer Punkt, Johannes. Es ist alles deins. Wir haben es gerade davon gehabt, dass du zu faul bist, Supplements richtig zu packen und darum alles in deinem Kopf. Du bist zu faul aufzuräumen, Alter. Aber wir gehen jetzt zuerst mal was kaufen, denn wir brauchen einen Föhn und wir brauchen Strom und wir brauchen eine Pfanne, denn diesen Teflonpfannen, die so verkratzt sind, also diese ganze Welt heutzutage gibt und schon genug kriegst, ich muss es nicht noch auf eine garantierte Weise kriegen. Und es ist ehrenlos in Airbnb, so wirklich, es hat keine andere Pfanne außer da, und das, also, auch einkaufen. Aber zuerst nehmen wir die ganzen Subs und rein da. Was wir auch nicht vergessen dürfen und auch euer Daily Reminder ist, denkt an euer Kreatin, wir ballern das jetzt rein. Geschafft im Supermarkt und es sieht so aus, als hätten wir was gefunden. Einen einzigen, aber die Handys sind schon mal safe. Also die Handys kriegen wir geladen. Ja, Handys kriegen wir geladen, aber das Wichtige, dass wir diese YouTube-Videos da schneiden können, das Scheiße. Wir gehen nicht auf, wir gehen weiter. Nächsten Laden. Wir wollten eh noch Steps sammeln. Ein bisschen verdauen.
Leute, guck mal, wir haben es gefunden. Guck mal den Preis an, bitte. Ich habe für das Alter, 15 Euro bezahlt. 15 Euro und die kosten 1. Also, lass mal den da. Ohne Scheiß, das war deine Idee. Ja. Immer im Asialaden. Man muss immer in Asialaden. Digga, wir haben ohne Scheiß. Einfach möglichst viele verschiedene Läden ausprobieren. 1,69 Pfund. Und die Dinger werden sich geholt. Ehre, Kuss, Liebe geht raus an diesen Asia-Laden hier. Mache. Jetzt haben wir aber noch die Mission, wir brauchen eine Pfanne oder einen Topf oder irgendetwas, damit wir Reis machen können, weil das im Airbnb, das kann man nicht benutzen. Das müssen wir noch finden. Guck mal, was wir alles gefunden haben. Hast du mir, was wir gesagt, du hast keine gefunden? Aber du hast die Dinger gefunden, aber die Pfanne nicht. 5,90 Euro. Digga, wie hast du denn wirklich so geil. Den besten Laden hier rausgesucht, ohne Witz. Dry the hair. Dry the hair dryer? No, we don't have that. Okay. Johannes, willst du? Digga. Geil ist das denn? Ja, das ist, oh, guck mal, das hier. Bonus. Ja, einen Föhn sollten wir, ja, Föhn. So, Alter, das wäre eine Challenge. Have a nice day, bye bye. Next Laden, next try. Alter, guck mal, wie viele Pfannen. Alter, ja, hier ist auf jeden Fall Paradise. Ich bin glücklich, dass wir hier einen Laden gefunden haben. Ja, das Ding, Mann, hat, wir haben 11 in der Nacht. Ach, wir haben sogar 3 verschiedene, Herr. Und guck mal, es hat sogar nochmal 1000 Adapter. Wer sucht, der findet. Genau. Aber welchen willst du jetzt nehmen, die kleinen, oder? Der ist cool. Ja, der reicht. Auf süß, den kann man auch mitnehmen dann, weißt du? Ja. Wollen wir auf sicher gehen, nochmal so ein Ding mitnehmen, falls irgendwie die alle durchbrennen? Ich hab 8. Und für heute haben wir alle Missionen erledigt. Wir haben eine Pfanne, wir haben einen Adapter, wir haben irgendwie um 11 Uhr in der Nacht noch einen Föhn gekriegt. Ist schon so spät? Wir sehen uns morgen. One Day Out.